Moin Moin, willkommen zur 30. Folge Captain of Industry im Hard Mode. In der letzten Folge habe ich ja hier meine neue Construction Part Herstellung aufgebaut, die jetzt noch nicht komplett fertig ist, weil wir halt erst bis zu Gelb produzieren und eigentlich noch ein bisschen weiter in der Line durchgehen müssen und hier noch ein paar Gebäude fehlen. Aber ja, es läuft zumindest so erstmal an. Und das würde ich auf jeden Fall diese Folge fertig machen wollen. Und dann will ich auch hier oben mit den Feldern einen Fortschritt erzielen. Und ich würde auch gerne noch, wir hatten ja letzte Folge hier, wo ist es denn? Ist das hier gar nicht dabei oder muss ich das erst noch forschen? Wir hatten doch noch was entdeckt. Ah, hier Fruit. Okay, das müsste man erst noch forschen. Und das unlocked Fruits. Okay. Dann würde ich das auf jeden Fall einmal in die Warteschlange reinnehmen, denn das wollte ich gerne auch noch bauen. Ja. Ansonsten müssen wir mal gucken, dass wir noch ein paar Sachen optimieren. Vielleicht noch ein bisschen mehr Leute reinkriegen. Wir haben auch nicht mehr ganz so viel Platz, aber ich kann hier noch ein Gebäude ausbauen. Da fehlen nur im Moment die roten Parts für. Die würde ich gerade erstmal lieber hier investieren wollen. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, wenn wir zwei haben, die nur gelbe Parts machen. Das weiße Ding ist nämlich komplett voll. Würde ich sagen, wir bauen hier nochmal zwei weitere für gelb auf. Achso, aber Leute werde ich dafür brauchen. Dann mache ich nochmal den Wachstumsdisabler aus. Was ist das hier eigentlich? Jetzt ist too low. Doch genau auf 0. Haben wir denn gerade irgendwie eine Krankheit oder sowas? Ja. Milde Flu, okay. Das heißt, wenn die H da wäre, dann wären wir auch unter 0. Das ist nicht gut. So, wir haben hier schon die den Conveyor Belt für die weißen Parts. Wir brauchen jetzt aber noch die Electronics hier raus. Aber den würde ich erstmal so legen. Und dann so verlegen. Dann können wir die gelben. Was ist das hier eigentlich? Ups, wie habe ich das pausiert? Hier gehen die gelben rein. Ach, da geht Steel rein. Achso, weil ich Steel dann für die roten brauche. Okay. Dann würde ich die hier mit drauf geben. Ich weiß nicht, ob der noch schneller werden muss. Der schafft ja 60 pro Minute. Die machen 12. Also habe ich 48. Das muss erstmal reichen mit einem Level 1er. So. 12 Arbeiter fehlen jetzt wahrscheinlich wieder hier drin. Ja, genau. Okay. Gut, das sollte ordentlich gelbe geben. Ich glaube, dann kann ich auch hier hinten nochmal einen weiteren abstellen. Vielleicht den hier. Ja, und dann muss ich jetzt eigentlich noch weitere. Was ist mit denen hier eigentlich? Ach, wir haben immer noch das Rubber-Problem. Da muss ich mich, glaube ich, auch diese Folge um kümmern. Wie sieht das hier mit unseren Ressourcen aus? Okay, wir könnten ein bisschen Öl brauchen. Wir sind hier im Moment hier oben, weil wir das hier geupgradet haben. Kann ich da nochmal einen Angriff fahren? 470, 470.
470, ja, dann ist eigentlich egal, dann nehme ich mal den am weitesten außen. Gucken, was wir da so bekommen. Dauert noch ein bisschen. Ja, und dann kann ich aber zumindest schon mal mindestens einen machen, glaube ich, der rote herstellt. Nur mal überlegen, will ich noch weiter hier hin? Will ich hier was freilassen? Ich mache dann ein Lager andersrum gedreht. Irgendwie hier, hier so hin. Der dann die Roten herstellt. Oh, ich habe was im Hals. Ich habe Nüsse gegessen. So, da haben wir wieder ein paar Ressourcen bekommen. Der Rote braucht 12 Gelbe und 6 Stiel. Das ist ja nichts. Da können wir auf jeden Fall ein Wer will's 1 nehmen. Jetzt mal so. Hier noch einen weiter weg. Den auf die Höhe. Ah, scheiße, jetzt habe ich irgendwas. Achso, ich habe irgendwas weggeklickt. Das war aber der Tank für das Schiff, dass er mehr Sprit rein kann. Glaube ich. Da müsste ich auch wieder mehr Leute draufsetzen. Habe ich eigentlich gerade 7. Und hier fehlt es an Iron. Geht denn unser Iron hin? Hier rein? Nee, das ist Steel. Hier rein. Wir müssten ja nicht was rausnehmen dürfen. No supply of water. Okay, es reicht jetzt offensichtlich nicht mehr mit einer Pumpe hier zu arbeiten. Dann machen wir nochmal eine zweite. Das sollte ja auf jeden Fall vom Regenwasser locker ausreichen. Die Leute brauchen wieder 2. Electronics sind hier wenig da. Ja, es liegt wieder am Rubber. Kriegen wir hier überhaupt was rein? Die machen eigentlich extrem viele Electronics. Hier haben wir schon 800. Ist nicht schlecht. Okay, dann mal überlegen, wie viel von den Roten brauchen wir. Ich glaube, da brauche ich mal einen frei, war zwar nicht beabsichtigt so zu klicken, aber jetzt könnte ich hier noch welche hinlegen. Ich denke, das passt so. Die bringen wir dann einfach mal den letzten jetzt hier da rein. Okay, dann einmal out. Mehr als ich eigentlich wollte, aber passt schon. Und dann können wir auch, wir haben ja hier die Brücke, dann können die zur Not hier hinfahren, die hier rausnehmen, hier wieder zurück. Das gefällt mir gerade ganz gut, wie es aufgebaut ist. So, dann müsste es jetzt auch schon losgehen. Jupp. Okay, dann kann ich eigentlich noch hier hinten wieder einen wegnehmen. Ja, eigentlich kann ich die auch schon abreißen, würde ich sagen. Bin mir noch nicht ganz sicher wegen den Electronics, ob ich die hier weitermachen will, weil die werden, glaube ich, hier hinten hingebracht, wenn er, genau.
Wäre auch gut, das irgendwann nochmal zu automatisieren. Aber wenn wir die halt hier nur herstellen, das ist schon ziemlich weit weg. Muss ich mal gucken, wie wir das machen. So, ich habe jetzt. Oh, Holz haben wir sehr wenig, aber das Schiff ist auch unterwegs. Brauchen wir da noch mehr hier drin? 13 Worker. Ich habe gar nicht mal so viel Unity. Ich muss mir da bald mal was überlegen. Die sind alle noch nicht voll. Dieses Ding würde ich mal vergrößern wollen. Und das für die Gelben können wir auch mal vergrößern. Ah, hier hätte ich zur Not noch Holz. Was ist mit dir? Wo willst du hin? Ach nee, jetzt ist das auch noch nicht mehr zugänglich. Ja, das war es jetzt so ziemlich hier mit der Kohle. Wir können, glaube ich, hier nicht mehr lang fahren. Scheiße. Es wird auch noch Ewigkeiten dauern, bis ich die Mine wieder zugeschüttet habe. Echt scheiße, dass sie da nicht lang fahren können. Ich würde sagen, wir brechen erstmal hier ab und fangen direkt mal an, an dieser Seite hier wieder aufzuschütten, damit da jemand lang fahren kann. So, dann mache ich noch mal eine Lage hier rein und dann, ich kann das sogar eigentlich noch zwei Lagen machen. Ich hoffe, dann kommen die da noch raus. Zur Not mache ich halt den Reset-Button mit Unity. Ja, Trucks wollen jetzt alle leider dahin. Da müssen wir vorher sagen, Truck Export off, Truck Export off. Und zwar mit. Ach du Kacke. Eieiei. Ei, ei, ei. Da ist was kaputt gegangen. Truck cannot reach destination. Scheiße, jetzt haben die sich hier. Okay, ich gebe die Mine auf. Die letzte Kohle da, die ist mir egal. Da müssen wir jetzt einmal sagen: 6 Trucks und 3 große. Die schicken wir jetzt erstmal hier hinten hin. 5, 6 und 3 große. Habe ich hier genug ausgewählt? Ja. Aber wir haben den Tower, der liefert nicht nach hier. Das mal erstmal die kurzfristige Lösung. Und nach hier. Und nach hier. Genau, und jetzt müssen wir die alle hier recovern. Jetzt kommen die alle wieder hier raus. Haben die noch die Ressourcen? Ja, die haben die noch. Okay, dann, ja, jetzt müssen wir die Mine halt zuschütten. Hier mache ich das ja schon. Hier oben auch schon. So. Dann hier oben kann ich auch weitermachen damit.
Fuel Station ist out of Fuel. Hab die hier schon länger nichts mehr gemacht. Ah, ich habe kein Öl mehr. Scheiße. Ja, das erklärt natürlich, warum wir da out of Fuel sind. Mann, Mann, Mann. Wir haben 24 Worker. Ich mach mal das erstmal hier auf Stopp. Würde aber noch einmal das Ding für rote Parts weiterbauen wollen. Wir haben hier 92 drin. Dürfen auch hier exportiert werden. Wie sieht's hier aus? Hier machen wir weiße. Das machen wir eigentlich an anderer Stelle genug. Können wir auch das abreißen. Das Schiff ist da. Dann schnell zurück damit. Wir haben kein Research am Laufen, sehe ich gerade. Dann gehe ich jetzt hier auf Hydrogen, denn ich will hier dann Richtung Silikon und dann hier auf die neuen Maintenance-Sachen, damit ich irgendwann hier an meine Solarpanels komme. Die will ich nämlich auf jeden Fall bauen und diesmal auch etwas früher diese Statue. So, Root ist fertig geforscht, dann können wir mal gucken. Root kann man ja einfach hier auswählen, genau, das gibt. Müssen wir eben gucken, was bedeutet das? Fertility plus 13,5. Selbst Kartoffeln geben Fertility, warum wird denn dann die Fertility weniger? Aber die Roots verhalten sich fast so wie Vegetables. Und Roots sind, glaube ich, auch das gleiche, was man hier in so ein Unit Storage packt. Ja, genau, okay. Dann brauchen wir da eigentlich ein eigenes Storage jetzt hier oben für Roots. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich die Conveyor Belts hier verlaufen lasse. Könnte das, glaube ich, noch hier mit dran packen. Und dann nehme ich hier, ich werde auch einen Mix fahren. Ich muss mal überlegen. Roots und wollen wir weiter Kartoffeln haben? Was können wir denn an die Bevölkerung geben? Da kann man jetzt gar nicht klicken, oder was? Genau, Fruits kann man direkt reingeben und ansonsten das andere ist alles Zeug, was man produzieren muss oder ja, nicht auf Feldern direkt machen kann. Ah doch, Korn. Okay, dann würde ich Fruits und Korn mal mixen wollen. Und ja, für Korn bräuchte ich dann auch noch ein Lager. Das geht ja, glaube ich, nicht hier rein. Ah. Aber hier kriege ich nicht noch eins hin, dann können die Trucks nachher hier nicht mehr lang. Dann baue ich die mal so. Und ich muss die auch weiter von der Farm noch wegmachen. So, einmal ein Flat Conveyor. Gut, jetzt habe ich den da vorne, dann drehe ich die nochmal um. Ist eigentlich egal, was wo steht. Boots da rein. Und ein U-Shape für Korn. Komme ich denn da jetzt überhaupt? Nee, das habe ich natürlich total dumm gemacht eigentlich. Ich weiß nicht, warum ich das so gemacht habe. Vielleicht sollten wir hier mit dem U-Shape doch so gehen. Aber egal wie ich es mache, also die Brücke, ja. Ja, okay, wir machen es erstmal so, dann muss ich es doch nochmal umdrehen. Weg damit, weg damit. So, wir haben. Kann ich das nicht wegmachen?
Das hier ist ein U-Shape. Der geht hier rein. Und der 1er Flat geht hier rein. Und hier machen wir Korn. Ja, und da brauchen wir natürlich Leute für, denn alleine 22 brauchen wir schon für das, aber wir haben 24. Müsste eigentlich alles noch gehen. Da muss ich aber gleich noch einen weiteren Food Market bauen. Aber wir können erstmal die Ressourcen so ein bisschen ansammeln da oben. Fruit hat uns die Forschung noch was gebracht. Ich glaube ja, wir können nämlich jetzt Kuchen herstellen, aber das ist so weit weg. Das klicke ich erstmal hier raus. Das werde ich in 10 Folgen wahrscheinlich nicht machen. Oh, was ist denn hier los? Wieso lädt der Typ nichts ab? Weil die Area hier voll ist. Okay. Rot könnte noch schneller gehen. Gelbe haben wir noch genug und Stil nicht so wirklich, aber eigentlich müsste da doch jetzt auch mehr kommen, oder? Was haben wir hier? Concrete Slabs. Stil kommt von hier das. Okay, hier ist jetzt voll. Nee. Wo kommt das denn? Hat verwirrt. War hier nicht gerade Stil drauf? Concrete? Iron? Concrete? Ich hab mich verklickt. Stil. Hier lang, hier lang, hier lang. Ach ne, hier ist der Stil, okay. Der läuft so. Nach hier. Okay, wir geben noch Stil in die Richtung. In dieses Lager rein. Das wird bald volllaufen. Missing Input. Molten Iron. Warum hat der kein Molten Iron? Iron Ore Crushed? Oh. Ich glaube, wir haben hier zu langsame Belts. Da müssen wir die Ressourcen schneller hinliefern. Er nimmt 48, das schafft er alleine, aber das hier war zu lahm. Ja. Scheiße, da hätten wir mehr produzieren können. Okay. Kupfer sieht gut aus, Rubber aber nicht. Aber dieses Kupfer-Storage würde ich auch mal erhöhen, da ich gerade die roten Parts dafür habe. Können wir einfach noch mehr ansammeln, wenn es das Material zulässt. Hier oben ist auch schon einer fertig. Die Farm läuft schon, wunderbar. Habe ich die schon mit Wasser angeschlossen? Ne, noch nicht. Dann kriegt die jetzt auch Wasser. Ich glaube aber, das ist hier. Oh Gott, das ist Level 2. Level 2 sollte reichen. Und der Wassertank füllt sich auch weiter, weil wir jetzt ja zwei Pumpen haben. Die Rampe macht hier schon einen guten Eindruck. Sehr gut. Dann, wie sieht es aus mit Holz? Holz sieht schlecht aus, aber das Schiff ist gerade unterwegs. Da kommt es. Aber wir brauchen trotzdem irgendwie mehr Holz oder öfter Holz. Ich glaube, ich brauche noch mehr Leute, um dann mehr ein Sägewerk packen zu können. Dafür brauche ich aber Housing 3 hier. Dann gebe ich das auch schon mal ins Upgrade rein. So, die Leute haben hier nichts mehr zu tun. Okay,
Da könnt ihr vielleicht nochmal hier hin. Aber ich weiß nicht, ob ich noch weitergehen soll. Ich traue mich irgendwie nicht. Ich mache erstmal so. Wie funktioniert das mit der Kohle? Hier ist nicht voll. Das ist voll. Oh, nee, das brauche ich eh nicht. Aber dieses Kohle-Ding, das habe ich auch gar nicht mit da dran. Können die denn hier exportieren? Ja. Was sollen die eigentlich nicht? Hier sollen die auch nicht exportieren. Auch hier nicht. Eigentlich nirgendwo. Oh, oh, warte mal. Oh, die können alle keinen Rock rausgeben. Ist hier noch ein Problem mit dem Belt oder liegt es an der Geschwindigkeit? Oh Gott, habe ich den falsch rum? Okay, fuck, ich hatte den falsch rum. Bringt das bitte einmal manuell weg. Deswegen ging es auch mit der Kohle nicht voran. Könnte ich den Holztypen noch mal hier reaktivieren? Kriegt er beide da? Den müsste er kriegen. Und dann mal hier noch ein paar machen. Und auch hier noch weitere. Okay. Läuft soweit. Wir sind im negativen Health-Bereich. Das ist scheiße. Das ist echt Mist. Haben wir hier schon Sachen drin? Unsere ersten Fruits sind da, aber das ist natürlich bei einem Feld auch nicht die Menge. Muss ich mal gucken, ob ich dann hier oben vielleicht noch weitere solche Felder machen will. Und ich muss auch hier noch die Conveyor Belts auf jeden Fall runterfahren. Ansonsten, der hat hier gleich nichts mehr zu tun. Weiß ich mal, Öl und Holz, wie sieht Holz aus? Holz ist noch was da. Ich fahre schon mal wieder zum Öl hin, dann kann er schon mal was einladen. Ja, Holz wollte ich ja noch mehr machen. Habe ich das? Noch mehr Leute, damit ich mehr ins Sägewerk packen kann. Beißen wir hier noch mal einen ab. Und wir müssen uns was für Rubber überlegen, denn wir kriegen nicht genug Naphtha. Ich glaube, es ist dringend notwendig, das Ding hier zu vergrößern. Aber irgendwie habe ich da noch Respekt davor, weil das so viel wieder durcheinander bringen wird. Ich will noch an einigen Stellen ein bisschen besser aufgestellt sein, was Lagergrößen etc. angeht. Und Automatisierung generell. Und hier nochmal einen weiteren fertig. Der obere geht in die Mitte. Das kriegen wir jetzt aber hier nicht mehr hin.
Nope. Auf Höhe 2 hier. Okay, so sollte es passen. Das können wir mal mit Unity bauen. Das müsste auch sofort loslegen können. Okay, dann... Wir kriegen schon wieder Wachstum, das ist gut. Strom wird langsam eng. Komme ich damit hin bis... Achso, ja gut, ich habe die andere Seite noch gar nicht. Ich müsste da eigentlich noch zwei weitere Coalboiler machen. Dann die andere Seite verdoppeln. Also, was heißt verdoppeln? Verbessern. Damit ich mehr Strom kriege. Die kann ich ja alle einfach so upgraden. Und die hinteren könnte ich eigentlich da schon mal bauen. Dann muss ich eigentlich nur die hier einmal abreißen. Sieht das hier aus? Die werden abgeholt, die Sachen, ne? Sehr gut. Dann können wir ja was schon mal aufschütten, bevor ich das hier nicht vergesse. So, die sind schon abgerissen. Dann können wir hier schon mal die Teile bauen. Muss ich die ausstellen? Die machen ja eigentlich sonst nichts. Und wir haben hier eine Bio 3. Mache ich mal den anderen auf Bio 4. Oder was hatte ich hier vorne eingestellt? Ja, Bio 4. Die Lager sehen auch okay aus hier, das ist gut. Halten die gelben Parts an. Wir haben jetzt die hier machen jeweils 12 und die verbrauchen 12 gelbe. Das heißt, wir haben einen mehr für gelbe, als dass wir die daraus rote machen. Das ist, denke ich, erstmal okay. Aber wir haben 4, die weiß machen. Aber ne, die machen 24 und die verbrauchen. Okay, dann haben wir keine Überproduktion an weiß. Das sieht man auch hier ran. Das ist ziemlich leer geworden, das Ding. Dann müsste ich, glaube ich, noch einen weiteren hier anmachen. Der dann auch noch weiß mitmacht. Holz, ja, schon wieder leer, aber das Schiff ist auch schon wieder unterwegs. 12 Arbeiter habe ich, das reicht doch fürs Sägewerk. Oder 36, 48, jupp. Wir da mehr rein. 0,2 Unity mehr Verbrauch. Ist kaum was drin, ey. Und da brauche ich noch eigentlich noch keinen Food-Dingsbums, Food Market für bauen. Wenn wir da noch so viel haben. Oh je, hier sind wir auch bald schon am Ende. Dann müssen wir auf jeden Fall hier hinten hingehen können, aber das können wir ja bald. Die Rampe macht einen guten Eindruck. Das sieht auch cool aus, wie der eine da oben abwirbt, der andere da unten. Mal ein Screenshot von machen. Oh. So, not enough work has minus 6. Achso, weil das Gebäude wahrscheinlich hier gerade fertig geworden ist. Jetzt können wir dann hier noch eins. Ah gut, die machen
beide nur Electronics. Die will ich erstmal laufen lassen. Und. Ich reiß das ab. Das will ich hier nicht mehr machen. Und dann kann auch eigentlich Holz komplett weg. Hier habe ich ja noch richtig viel Holz. Das ist ja gut. Dann kann das Holz doch hier rein. Ich kann das hier komplett wegmachen. Denn Holz benutzen wir hier unten jetzt nirgendwo mehr. Cool. Hier kommt auch schon das neue Holz. Wie sieht das mit Öl aus? Da haben wir noch was. Lad nochmal auf, aber ich warte noch. Tree Harvester ist durch. Geht er denn? Da. Kriegt er hier noch den und den und den? So, Hydrogen ist durch. Dann können wir jetzt Silicon machen. Das wird auch nochmal interessant. Hier können wir nochmal Graphite herstellen und da kriegen wir ein bisschen Sour Water. Was wir ja im Moment eigentlich hier teilweise vermissen sogar. Glas Mix. Geht der überhaupt? Geht ein richtiger Prio da rein? Ja. So, Glas Mix machen wir aus dem. Okay, aber wir haben kein Acid. Aber so viel Glas brauchen wir auch nicht, glaube ich. Das Ding ist voll. Die Harvester ist schon wieder durch. Kriegt er den noch? Oh, krass. Den nächsten noch kriegt, weiß ich nicht. Mal gucken. Kriegt er die aber wahrscheinlich alle, oder? Nee. Warum gibt man den Auftrag schon, schafft das nicht? Ah doch, den schafft er. So, hier sieht es auch ganz gut aus. Ich mache mir hier noch ein bisschen, oder ich habe hier nochmal Rock abbauen lassen, einfach, ja, damit wir noch mehr Zeug haben, um hier einfach die Mine auch wieder zuschütten zu können. Von daher, das hat jetzt keinen speziellen Grund, dass ich jetzt irgendwie sage, ich brauche unbedingt diesen Platz, aber ja, kann nicht schaden. Wir müssen auch nachher hier unten auch alles wieder zuschütten, aber dafür haben wir ja genug hier. Das würde ich auch nachher lieber mit so großen hier Fahrzeugen machen. Aber die haben wir auch noch nicht. Jo, ansonsten muss ich, glaube ich, gerade ein bisschen warten, bis ich ein bisschen mehr Ressourcen habe, damit ich noch neue Sachen bauen kann. Machen wir nochmal aus. Ja, ich glaube, ich mache mal wieder eine etwas kürzere Folge. 40 Minuten passt schon, ist jetzt nicht so mega viel Wichtiges passiert, aber ja, teilweise, also ich will jetzt auch nichts überstürzen, um irgendwie was zu rushen, und hinterher merke ich, es klappt nicht, denn ich muss hier noch quasi den Strom umstellen und dafür brauche ich einfach gerade noch ein paar Parts und gleich noch zwei Coalboiler, und dann müssen wir mal gucken, dass wir die Kohle von oben automatisiert hier hingeben. Aber ja, genau, das mit dem Strom will ich in der nächsten Folge machen wollen. Dann bedanke ich mich bei allen fürs Zusehen und ich würde mich über weitere Abos freuen oder ein Like, denn dann habe ich noch die Chance, mit dem Kanal etwas zu wachsen, und ja, das wäre nicht schlecht. Ja, habt einen angenehmen Tag und oder Abend, wann auch immer ihr das schaut. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.